Ja, hallo zusammen. Erstmal nochmal danke an Theo, dass er dieses Thema hier in Deutschland so vorantreibt und so bespielt. Ich würde euch gerne heute so einen Einblick geben in das Alibaba-Ökosystem und wie gehen wir mit dem Thema Metaverse um, beziehungsweise wo sind da die Berührungspunkte. Um das Ganze zu starten, würde ich gerne mal ein paar Jahre zurückgehen, und zwar ins Jahr 1999. Hier sehen wir 18 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Das war der Anfang, als Jack Ma Alibaba ins Leben gerufen hat, mit der Mission, den Handel weltweit zu vereinfachen. Und wenn man sich jetzt überlegt, naja, was ist daraus geworden? Also die erste Business Unit war eine B2B-Plattform namens Alibaba.com. Die gibt es auch immer noch heute. Was 20 Jahre später als Alibaba-Ökosystem zu verstehen ist, ist dann doch ein bisschen umfangreicher als das, was da am Anfang gestartet wurde. Und das hat auch natürlich, bevor ich da so ein bisschen einsteige, tiefer ein bisschen damit zu tun, wie sich der chinesische Konsument auch letztendlich über die Jahre entwickelt hat. Ja, also wir hören solche Sachen wie Mobile Only. Ja, also da hat der chinesische Konsument und die chinesische Konsumentin hat das Laptop und den Desktop komplett übersprungen. Und das sind natürlich alles Treiber, wenn wir sehen, dass heute in China über 1 Milliarde aktive Kunden im Alibaba-Ökosystem zu verzeichnen sind. Da sehen wir, dass der Kunde, ja, immer der Treiber ist für uns, um letztendlich diese Mission, den Handel weltweit zu vereinfachen, immer gerecht zu werden. Und das ist teilweise schon herausfordernd. Also wir sehen hier auf dieser vereinfachten Grafik, sehen wir die Unterteilung in Handel, in Local Businesses, Digital Media and Entertainment und Innovation. Ich glaube, worüber ich heute mich ein bisschen mehr austauschen möchte, ist letztendlich, wie findet das Ganze im Handel statt? Und auf der China Commerce-Seite sehen wir solche Plattformen wie Tmall, also im B2C-Bereich, oder Tmall Global im Cross-Border-E-Commerce, aber auch Taobao ist letztendlich die größte chinesische Shopping-Plattform und ist die übergreifende Suchfunktion über alle E-Commerce-Plattformen des Alibaba-Ökosystems. Also ein gängiger Begriff in China ist Taobao It, also wie wir sagen, Google das mal. Ja. Darüber hinaus haben wir natürlich auch im stationären Bereich haben wir Fresh Food Supermarkets. Da sehen wir das kleine Logo, das so aussieht wie ein Nilpferd, also Fresh Hippo, also im Fresh Food Bereich, aber auch Consumer Electronics Supermarktketten wie Sanad oder Intime als Shopping Mall. Und letztendlich, wenn wir uns da in diesem Ökosystem so ein bisschen weiter nach rechts bewegen, dann decken wir natürlich den B2B-Bereich auch ab. Wir haben internationale Marktplätze, ob das jetzt ein Lazada in Südostasien ist oder ein Trendyol in der Türkei. Aber noch spannender, wenn wir zu dem Thema uns hinbewegen, Metaverse, sind natürlich die Local Consumer Services auch. Also das erste Logo, was wir da sehen, der blaue Papierflieger, das nennt sich AMAP oder Gaode. Das ist eine Navigations-App in China, oder auf der rechten Seite Youku, das Pendant zu YouTube. Und dann ganz rechts sehen wir auf die Innovationsseite, sehen wir Sachen wie Damo Academy. Das ist unser Research Arm, der gerade in diesem Bereich Metaverse oder Web3 unglaublich viel an Innovation reinbringt in das Ökosystem, aber auch in den Communities unterwegs ist. Darunter sehen wir die unterstützenden Infrastrukturen. Da haben wir auf der einen Seite Cainiao, das ist unser Logistikarm. Aber viel spannender jetzt zu diesem Thema ist natürlich das, was Alibaba Cloud macht. Also alle Technologien und alle Services geschehen in der Cloud. Das Cloud-Team ist auch dafür verantwortlich, was wir auf technologische Innovation dann in den Bereichen AR, VR oder Metaverse anzubieten haben. Diese 1 Milliarde oder weltweit 1,2 Milliarden Endkunden, die haben natürlich auch eine Nachfrage. Und in den letzten Jahren hat sich da vieles verändert oder auch beschleunigt. Und Covid ist natürlich ein großer Treiber in dieser Sache. Also wir sehen hier, dass zum Beispiel also die Käufergruppe, die interessiert ist an internationalen Marken. Also eine der Fragen könnten ja sein, warum sind es die internationalen Shopping beziehungsweise Fashion- und Luxusmarken, die daran so interessiert sind, gerade in China diesen Bereich für sich auch mit zu erschließen und zu entwickeln? Ist das letztendlich die Generation Z? Ja, über 70%
der Käufer für internationale Produkte im Cross-Border-E-Commerce nach dem Jahr 2000 geboren wurden. Während Covid hat sich natürlich viel verändert in China. Also und Live-Shopping, was es aber schon 2016 schon gab, also in dem Jahr, in dem ich angefangen habe bei Alibaba und verwundert war, was denn das soll, Livestreaming und Shopping zu verbinden, und dann total begeistert war, als ich gesehen habe, wie intuitiv das funktioniert. Während Covid hat sich letztendlich entwickelt eine Live-Shopping-Bewegung, und ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass das letztendlich ein Projekt ist, sondern das ist gekommen, um zu bleiben. Und das Beispiel, was wir hier in der mittleren Grafik haben, zeigt, dass auf im Durchschnitt jeden Tag im Jahr 2020 wurden 500.000 Stunden Livestreaming-Material oder Content generiert auf unseren Plattformen über Taobao Live. Das zeigt also letztendlich, dass es sehr stark angenommen wurde und auch wird von den chinesischen Konsumenten und Konsumentinnen. Und das zeigt auch hier, dass der Gesamt-E-Commerce-Anteil über 10% im Jahr 2021 generiert wurde, 10% durch Live-Shopping. Jetzt ist es natürlich so, dass das sich ja weiterentwickelt. Ja? Also diese Nachfrage nach Entwicklung und wie Konsumenten in China kaufen und in welcher Art und Weise sie das letztendlich auch sich wünschen, zwingt uns natürlich hier am Ball zu bleiben. Und ich finde das immer sehr schön zu sehen, auf der einen Seite Jack Ma, der Gründer von Alibaba, auf dem ersten Slide in einer Zeit, in der man mit einem 56K-Modem ins Internet musste. Die wenigsten von euch haben das machen müssen. Und dann heute zu sehen, letztendlich, was wir auf der technologischen Seite innerhalb unserer Cloud-Infrastruktur abbilden, was das Thema Metaverse angeht. Und das ist sehr klein gedruckt, nicht so einfach zu lesen, aber wenn man sich von rechts nach links jetzt bewegt, Intelligent Spaces, ja, da geht es natürlich darum, und da habe ich vorhin darüber gesprochen, AMAP als Beispiel für die Navigation ist in der Lage, letztendlich Content auch zu kreieren, was Map-Services angeht. Social Entertainment, da geht es natürlich um NFTs und Blockchain, Livestreaming für Sportevents, und dann auf der Gaming-Seite ist natürlich auch, hat der Theo schön aufgezeigt, dass aus dem Gaming-Bereich viel herüberschwappt, und da geht es dann letztendlich um VR, auch um NFT, aber auch um Security und das Kreieren von 3D-Engines, um letztendlich von der Computing-Power oder von der Leistung her die Sachen abzubilden, die man dann später auch oder auch gleichzeitig parallel im E-Commerce vorfinden möchte. Also ob das jetzt Augmented Reality in Stores ist, ob das eine Gamification ist, ob das virtuelle Anchors oder KOLs sind, die letztendlich die Kunden und Kundinnen begleiten bei ihrer Einkaufstour. All das ist verankert schon seit längerer Zeit in unserem Ökosystem. Und da komme ich gleich dazu. Von unserer Warte aus, natürlich gibt es viele Definitionen und das Spektrum ist breit, aber wir sehen das eigentlich recht simpel. Also auf der einen Seite geht es darum, wir wollen Objekte konstruieren, ja, in der virtuellen Welt. Dann wollen wir letztendlich die virtuelle Welt mit der physischen Welt verschmelzen lassen, um dann letztendlich Objekte aus der virtuellen Welt, ja, in die physische Welt simulieren zu können. Und da habe ich ein paar Beispiele hier mit dabei, die da ein bisschen einen besseren Einblick geben. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Zeit. Also das ist hier aus dem Jahre 2020 von unserem Partner IKEA, der den ersten virtuellen Store mit dem Launch auf Tmall mit uns zusammen entwickelt hat. Ich drücke mal auf Play. Also hier ist kein Ton zu hören, aber ihr seht letztendlich, die Idee ist, den Shanghai IKEA Store komplett virtuell abzubilden. Also dass man hier mit einer Möglichkeit durch den Store geht. Der ganze Store wurde digitalisiert. Man hat dann natürlich die Möglichkeiten, da durchzugehen. Ich weiß nicht, ob es da die Abkürzungen gibt, wie im echten Store. Kann ich mir so nicht vorstellen. Aber wichtiger bei dem Ganzen ist, dass man letztendlich hier auch diese ganzen Möglichkeiten hat, ein Zimmer letztendlich auszustatten, Produkte auszuwählen, auszutauschen, Farben auszutauschen, wieder rein zu platzieren. Und das sind natürlich Sachen im Jahr 2020,
die dann auch IKEA in der Zeit von Covid sehr stark unterstützt haben. Und wenn man heute, also es gibt jetzt im Juli 2022, hat der Spiegel berichtet von IKEAs neuer App, die einem erlaubt, sein Wohnzimmer neu zu gestalten oder die Möbel aus dem Wohnzimmer zu entfernen. Das zeigt uns, dass letztendlich viele Marken, die mit uns den Weg in China gegangen sind, viele dieser Learnings oder dieser Technologien dann auch zu einem späteren Zeitpunkt im hiesigen Markt einsetzen. Hier gehen wir noch weiter zurück. 2018 auf der Shanghai Fashion Week haben wir letztendlich einen sogenannten Virtual oder Digital Mirror etabliert, in dem sich Konsumentinnen und Konsumenten, die konnten sich letztendlich ihren Avatar erstellen, konnten letztendlich den bekleiden, konnten auch sehen, also da ist eine KI auch mit inkludiert gewesen, eingebunden gewesen, um zu sehen, wie sich denn letztendlich die Stoffe bewegen. Das kann man jetzt auf den Bildern schlecht sehen, gibt es ganz tolle Videos dazu. Aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze Präsentation einfach von einem Video zum nächsten springen. Was aber dann 2 Jahre später, also wir schauen jetzt ins Jahr 2020, hat Taobao Live ins Leben gerufen. Und Taobao Live ist letztendlich die Umsetzung dessen, was bei der Fashion Week ausprobiert wurde. Nochmal einen Schritt zurück. Taobao ist die größte Shopping-App in China. Taobao Live verbindet Gamification-Features. Also letztendlich, ich kann bestimmte Tasks verrichten, Selfies posten, Freunde einladen. Dafür kriege ich virtuelle Coins. Und aus denen kann ich mir dann zum Beispiel limitierte Editionen zulegen. Und teilweise kann ich die dann auch bestellen, weil es sie tatsächlich physisch gibt, die neuen Möglichkeiten des Manufacturings denkt, je mehr Leute letztendlich sich dieses digitale Outfit zulegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hersteller oder eine Marke das dann auch produziert. Ja. Also da sehen wir, dass in diesem Bereich sehr viel passiert, bis hin zu, dass letztendlich virtuelle Wonderlands als Wettbewerb ausgeschrieben wurden vor kurzem, um dann auch zu sagen, es gibt verschiedene Welten, in denen man mit seinem Avatar als Tmall- oder Taobao-Kunde unterwegs sein kann. Ich habe vorhin erwähnt, Damo Academy spielt dabei eine große Rolle. Das ist der Research-Arm von Alibaba. Was das Thema Metaverse angeht, sind wir Founding-Mitglied des Metaverse Standards Forum. Ich glaube, die Webseite heißt metaverse-standards.org, kann man sich mal anschauen. Da sind viele, viele Unternehmen, die da mit dabei sind, um die Standards und die Überlegungen, was Interoperability und so weiter zwischen Metaversen oder überhaupt, wie man letztendlich mit diesem Thema umgeht, spielen wir eine Rolle und besprechen das letztendlich in diesem Forum mit Partnern und Unternehmen wie Microsoft, Meta, Adobe, Google, nur um ein paar davon zu nennen. Was ich bisher gezeigt habe, liegt ja so ein bisschen in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt gucken wir mal aktuell 2022, was der Tmall Luxury Pavilion so bietet. Also vor 5 Jahren ist der Luxury Pavilion ins Leben gerufen worden, ist die Nummer 1 Destination für Luxusartikel online in China. Und China ist ein Markt, der 2025 zum größten Luxusmarkt werden wird. Der Online-Anteil des Gesamtumsatzes ist im Jahr 2020 ist online um 23% gewachsen. Natürlich ist das auch Covid-getrieben, aber diese Verschmelzung zwischen einem realen Erlebnis in einer Luxusboutique und den Möglichkeiten, die entwickelt werden, das kommt dem schon immer näher und wird auch dazu führen, dass die Leute auch ein individuelles oder ein exklusives Einkaufserlebnis wahrnehmen werden. Also die Nutzer in diesem Bereich. Und doch einfach die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, ob das, ich drücke mal auf Play, weil hier ist auch kein Ton und dann kann ich ein bisschen weiter erzählen. Die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, also die ganz großen Brands beziehungsweise Gruppen, ob das LVMH, Kering, Chanel, Hermes, oder Richemont ist, das ist ja letztendlich über die Jahre hinweg aufgrund eines Vertrauensverhältnisses gewachsen, weil wir auf der IPR-Seite unglaublich viel in China machen, also Intellectual Property Rights, also Markenrechte. Aber es geht auch nicht nur um Reichweite, sondern auch die Innovation, die wir
zur Verfügung stellen und mit den Marken entwickeln. Und hier haben wir ein paar Beispiele davon gesehen, eben letztendlich Avatare, digitale KOLs. Und ein Beispiel für New Augmented Reality ist, Gucci hat in einem Bereich, im sogenannten Luxury Pavilion, gibt es die sogenannte Virtual City. Und das ist ein Bereich, in der über 30 Marken verschiedene Technologien ausprobieren, um dann letztendlich in ihre Shops dann auch zu übernehmen. Und ein Beispiel dafür, für diese Virtual City-Geschichte, das sind Marken, Theo hat es vorhin genannt, auch Ralph Lauren, Valentino, Versace, die haben in einer App oder letztendlich mit dieser Avatar Möglichkeit, haben die Outfits und Accessoires zur Verfügung gestellt. Da konnten User konnten Selfies machen mit in virtuellen Welten, die Sachen anprobieren und natürlich auch kaufen. Was natürlich phänomenal ist in dieser Geschichte, ist, dass bei einem Test dieser Marken jede teilnehmende Marke bei diesen Outfits und den Accessoires zur Verfügung stellen für die Avatare, hat jede Marke im Durchschnitt 5 Millionen weitere Fans gewonnen. Ja, also da sieht man, wie stark das auch angenommen wird vom chinesischen Konsumenten und der Konsumentin. Last but not least, auf der rechten Seite sehen wir, das ist ganz, ganz interessant, das ist die erste virtuelle Influencerin auf dem Timor Luxury Pavilion, genannt Nunuri. Aber die hat sich nicht bewegt. Die hat aber den Luxury Pavilion damals promoted. Und Nunuri ist eine Entwicklung von einem Münchner Softwareentwickler, der mit uns damals zusammengearbeitet hat. Auf der linken Seite sehen wir, wohin das alles geht. Also auf der einen Seite, natürlich kann ich als Konsumentin, als Konsument, kann ich mit meinen Avataren mich ausstatten mit den Produkten und den Accessoires von den Luxusmarken. Aber auf der anderen Seite gibt es auch KOLs, die digital sind und sogenannte Virtual Influencer sind, die natürlich viel mehr machen können, nie müde werden. Aber natürlich, wenn ich selber als Konsument oder als User, als Avatar in einem Metaverse-ähnlichen Umfeld unterwegs bin, dann ist es vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, dass der zukünftige KOL auch als Avatar erscheint. Also da gibt es noch viel Luft nach oben, was da alles gemacht werden kann. Wir sehen, dass die Luxusmarken hier Vorreiter sind. Die haben das verstanden. Die zeigen, wo es lang geht. Und viele Sachen, die sie in China schon umgesetzt haben, werden wir hier auch in der westlichen Welt sehr bald sehen. Ich hoffe, ich habe einen guten Einblick geben können in die Welt der Alibaba Group und wie wir mit dem Thema umgehen im Bereich E-Commerce, und bin natürlich jetzt hoffentlich noch gut in der Zeit und offen für Fragen. Mich würde erstmal interessieren, redet man in China überhaupt von dem Wort Metaverse, oder ist es einfach nur, weiß nicht, oder ist es einfach so normal, dass es gar kein eigenes Wort dafür gibt? All diese Trends? Also das ist wirklich eine gute Frage. Also dem Kind einen Namen zu geben, ist ja nicht so einfach. Ja, weil also wenn ich heute jemandem sage Metaverse, dann der eine denkt darüber nach, dass er in einer Augmented Reality Szenario irgendwie eine Tmall-Katze durch eine Shopping-Mall jagt und dafür Discount-Punkte kriegt. Und der Nächste glaubt, dass er letztendlich eine VR-Brille braucht und sich zu Hause nicht zurechtfindet. Ich glaube, von unserer Warte aus betrachten wir das sehr ähnlich mit der Fragestellung, die es vor ein paar Jahren gab: Wer wird gewinnen, on oder offline? Und für uns gibt es diese Differenzierung nicht, ja, sondern es ist letztendlich im Bereich Handel eine Digitalisierung. Und auf der einen Slide, glaube ich, haben wir das ganz gut zusammengefasst. Also auf der einen Seite wollen wir Objekte aus der wirklichen Welt in die virtuelle Welt bringen, dann diese verschmelzen und das, was da letztendlich kreiert wird, dann auch wieder zurück simulieren in die wirkliche Welt. Und alles, was da reingehört oder nicht reingehört, das sollen andere entscheiden. Der Konsument denkt nicht darüber nach, hey, ich will jetzt in der Metaverse sein, sondern ich glaube, es geht einfach um das Erlebnis, um die Coolness. Und wir sehen natürlich auch, also die Annahme solcher Möglichkeiten und Technologien passiert vornehmlich bei der Generation Z. Jetzt finde ich es ja ganz spannend, wenn man jetzt eine coole 3D-Umgebung baut, dann ist es natürlich eine coole Experience, aber die Skeptiker würden wahrscheinlich sagen, naja, was ist denn mit der Conversion, ne?
Kommen die Kunden überhaupt mit sowas klar? Verstehen sie das? Kaufen die dann auch was? Oder ist es einfach nur ganz nett, dass sie da so ein bisschen rumstöbern, aber letztendlich wird eben nichts gekauft? Idealerweise sind natürlich diese Experiences so cool, dass die Leute dann sogar mehr kaufen und die Conversion ist sogar erhöht, weil es eben mehr dem echten Shopping eben gleichkommt. Kannst du da schon ein bisschen berichten, wie das auch angenommen wird? Also die Nachfrage ist hoch, sonst würden wir das nicht sehen und wir würden auch nicht die Beispiele von den Fashion- und Luxusmarken sehen, die da eine Rolle spielen. Und für IKEA war es auch letztendlich ein Rettungsring innerhalb der Covid-Zeit, den Store digital abbilden zu können. Ich glaube auch, dass man schon abwägen muss. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Smartphone etwas anprobieren kann, ein Schmuckstück, ein Sneaker, und das funktioniert so, dass ich mir das letztendlich dann ganz gut vorstellen kann, dann ist es für mich schon auch, also für mich persönlich, ein Metaverse-Erlebnis. Ob ich jetzt diesen Schuh, wenn ich den kaufe, irgendwann mal, wenn ich zu einem virtuellen Meeting gehe, auch anziehen möchte, ja, das ist natürlich die nächste Stufe. Und da wird sich aber auch zeigen, wie das angenommen wird. Ja, also wie, und ich glaube auch, dass von der Hardware und von der Technologie, ja, das wird angeschoben, weil die Marken und der Markt, ja, oder das Potenzial liegt ja irgendwie bis 2030. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht hundertprozentig im Kopf, aber irgendwo wird das ein 600 Milliarden US-Dollar-Business. Das heißt, dass die Hardware-Hersteller da in der Richtung schon Gas geben. Die Frage ist nur, benutze ich mein Phone? Wird mein Fernseher letztendlich die Möglichkeit haben, irgendwie holographisch irgendwas abzubilden? Da ist es schon so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel. Vielleicht noch ein Thema, was ich sehr spannend finde. Wir haben jetzt ja gesehen, dass gerade Luxusmarken da ja immer sehr innovativ sind, was solche neuen Technologien angeht. Und die Leute fragen sich immer, woran liegt das eigentlich? Liegt es daran, dass die Luxus-Companies einfach so viel Geld haben und deshalb können die halt mit allen möglichen experimentieren? Liegt es daran, dass deren Kunden besonders affin sind? Wobei man da ja auch wieder unterscheiden muss, dass der typische Luxuskunde in China ja noch ein Tick jünger ist als jetzt zum Beispiel in Europa. Die Frage ist ja jetzt vielleicht auch für die deutschen Zuhörer, wenn ich jetzt eine Luxusmarke bin, die jetzt im Westen verkauft, sind diese Technologien für mich überhaupt relevant? Oder habe ich da einen 50 Jahre alten Kunden, der mit Augmented Reality und mit Avataren eigentlich herzlich wenig anfangen kann? Also weshalb die Luxusmarken das machen, ist, glaube ich, da muss man schon auch verstehen, im Jahr 2025 wird China Luxusmarkt Nummer 1 sein. Ja? Und die Kundenbasis ist schon auch ein bisschen jünger als jetzt, jetzt als Beispiel in Deutschland. Es ist aber nichtsdestotrotz so, dass die zukünftigen Kunden, es wird ja nicht weggehen. Also dass ich in eine Boutique gehe, ja, und zu Louis Vuitton gehe und meine Tasche aussuche, ja, das wird nicht weggehen. Aber die Zielgruppe zu erreichen, die mit einem anderen Medium umgeht, die sich vielleicht nicht eine Stunde bei Gucci in der Maximilianstraße in die Schlange stellen möchte, ja, sondern das in einer ganz anderen Art und Weise macht und das vielleicht erst 3 Jahre mal für Instagram-Profilfotos oder für irgendwelche Kurzvideos die Sachen anprobieren und mit sich rumtragen. Ich glaube, der Zugang zu dieser Kundengruppe, gerade im asiatischen Markt, ist der Ansporn, für die Luxusmarken in der Richtung Gas zu geben. Also im E-Commerce war es ja so, dass ich als Brand ja entweder meinen eigenen Online-Shop bauen kann oder ich gehe jetzt eben auf eine Plattform, wie zum Beispiel eine von euch, und da gibt es dann ja, fertige Module, die ich ein Stück weit customizen kann. Wenn ich jetzt eine Brand bin, wie schwierig ist es denn jetzt bei euch, so eine Metaverse-Experience zu launchen? Also gibt es ja quasi schon so off-the-shelf schon Lösungen, wo ich mir einfach nur noch meinen virtuellen Store einrichten muss? Ja klar, also allein das Beispiel von IKEA, als wir das gelauncht haben, haben wir gleichzeitig die Technologie für alle Anbieter, die das machen wollen, zur Verfügung gestellt. Also das sind schon modulare Anwendungen. Und nochmal, also innerhalb des Alibaba-Ökosystems, wenn eine Marke einen sogenannten Flagship-Store betreibt, ja, dann baut diese Marke ihre digitale Handelspräsenz im Internet des Handels, also auf Taobao oder auf Tmall. Das ist kein Listing-Service, sondern da sieht ein Flagship-Store aus, wie das die Marke eben möchte. Und diese Anwendungen stehen dann letztendlich zur Verfügung. Und dafür gibt es Umsetzungspartner. Ja, also das ist, natürlich ist das zum Teil off the shelf,
Aber für viele Marken ist es ohne ein Team in China dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Da gibt es letztendlich Agenturen, die dabei helfen. Ist überhaupt Teil des Alibaba-Ökosystems, letztendlich Umsetzungspartner partizipieren zu lassen. Und das passiert dann in diesem Bereich genauso. Und vielleicht abschließende Frage, welchen Trend siehst du für die kommenden Jahre stärker? Also Augmented Reality, ne, wo ich halt einfach sage, okay, mit ich lege über die Realität halt noch einen digitalen Layer drüber, um mir zum Beispiel Sachen anprobieren zu können. Oder so rein virtuelle Umgebung, wie eben in VR, wie in Online-Games, wie in Avataren, wo sozusagen alles, sag mal, künstlich ist. Wo siehst du einen größeren Trend? Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ja. Also wenn du das aus der Gaming-Ecke betrachtest, ja, dann wird das sicherlich in die Richtung Virtual Reality gehen und da wird sich das sehr schnell bewegen. Wir sehen das ja jetzt schon bei den ganzen Spielen, wo man Skins sich aussuchen kann und so weiter und so fort. Also da glaube ich, wird das in diese Richtung gehen. Wenn ich Handel angucke und letztendlich den E-Commerce, da glaube ich, wird es schon der erste Steigbügel wird sein, dass ich Sachen anprobieren kann, dass ich Sachen an mir ausprobieren kann, also eine Uhr an meinem Handgelenk angucken kann, dass ich mich mit diesen Sachen schon ausstatten kann, ja, dass ich mir auf meinem Handy mal ein Avatar zulege, nachdem ich ein Foto gemacht habe in einer App und dann kann ich letztendlich sagen, hey, das probiere ich gleich an, wie sieht denn das aus? Also ich glaube, dass die Gaming-Geschichte, die Gaming-Community wird in der Richtung Virtual Reality sehr, sehr viel schneller voranpreschen und dann wird man natürlich auch sehen, dass wenn ich die VR-Brille aufhabe, dann kann ich vielleicht auch in eine virtuelle Mall hineingehen, um mich mal zu erholen von dem Spiel und vielleicht was einzukaufen. Super. Also vielen Dank, Karl, für die tollen Einblicke in die ja, ins chinesische Metaverse. Ich glaube, ich habe auch schon mal das Wort Chinaverse schon mal gelesen irgendwo. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, schon mal gespannt, was in den nächsten Monaten da passiert. Also vielen Dank für deine Eindrücke heute. Danke, Theo. Mach weiter.